Ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Ringvorlesung nachhaltiger Agrar- und Ernährungssysteme hier an der HTW Saar. Sie wissen, es ist eine kurzfristige Ringvorlesung. Nichtsdestotrotz umso wichtiger das Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen. Ich begrüße Sie im Namen des gesamten Präsidiums. Leider war es den anderen Mitgliedern nicht möglich, hier teilzunehmen. Das Thema ist für uns als Hochschule nicht neu. Wie viele andere Hochschulen beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Wir sind auch in diesem Bereich zertifiziert. Zertifikate sagen natürlich nicht viel darüber aus, sondern es kommt darauf an, was denn letztendlich umgesetzt wird. Und ich freue mich, dass wir heute drei Beispiele haben im Forschung- und Transferbereich, das uns als Saarland und uns als Hochschule auszeichnet. Ich freue mich auch ganz besonders, dass Frau Melo eines von ihren Projekten hier mit vorstellt. Es ist ein Thema, was auch im Forschungsbereich auf großes Interesse gestoßen ist, wo Frau Melo eben ein Interreg-Programm oder Projekt und auch ein Initialförderungsprojekt von der Hochschule unterstützt, genehmigt bekommen hat. Also als ein Beispiel, wie wir versuchen, eben solche Themen auch in unserer Hochschule mit umzusetzen. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur noch mal einen herzlichen Dank, vor allem an Sie, Herr Hellinger, auszurichten, dass Sie mit RENWEST die Ringvorlesung maßgeblich mit vorbereitet haben. Und ich denke, Sie werden auch gleich noch was zu den anderen Veranstaltungen sagen, sodass das auch hier eine runde Sache mit darstellt. Ich wünsche uns einen angenehmen Abend und eine anregende Diskussion. Ja, vielen Dank, Frau Vizepräsidentin, liebe Gäste der Ringvorlesung Nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme, die von RENWEST in Kooperation mit verschiedenen Hochschulen in Rheinland-Pfalz und im Saarland durchgeführt wird. Heute ist der zweite Termin dieser Ringvorlesungsreihe, der hier an der HTW in Saarbrücken stattfindet. Wir haben in der letzten Woche in Birkenfeld begonnen. Das Thema, das meine Kollegin Susanne Hartart dort vorstellte, war nachhaltige Landwirtschaft, insbesondere die Zukunft von Biolandbau. Sehr spannend, weil auch da natürlich das Saarland relativ weit ist, was die Nachhaltigkeitsstrategie angeht. Vielleicht noch zwei Worte für die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Klaus Helling, ich bin Professor am Umweltcampus in Birkenfeld. Den gibt es seit Ende 1996, ich bin seit Ende 98 dort, also quasi schon ein Fossil, aber habe noch ein paar Jahre vor mir, freue mich drauf, dass ich das noch weiter gestalten kann. Ich bin Dekan im Fachbereich Umweltwirtschaft und Umweltrecht und auch Nachhaltigkeitsbeauftragter bei uns am Umweltcampus und darüber hinaus im Institut für angewandtes Stoffstrommanagement wissenschaftlich verankert, mache sehr viel im Themenfeld von nachhaltiger Optimierung von Unternehmen, aber auch Regionen. Und in dem RENWEST-Kontext sind wir als Umweltcampus Birkenfeld im REN-Gebiet, das umfasst Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland. Die vier Bundesländer bilden RENWEST, also eine vorweggenommene Föderalismusreform vielleicht. Es gibt drei weitere RENs, Süd mit Bayern und Baden-Württemberg, Mitte mit allen östlichen Bundesländern, außer Mecklenburg-Vorpommern, die zu REN-Nord dazugehören. So haben wir vier Strukturen und REN steht dort für regionale Netzstelle für Nachhaltigkeitsstrategien. Wir haben die Aufgabe, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und die SDGs in die Zivilgesellschaft hineinzubringen, machen das jetzt im 7. Jahr bereits und sind dort als einzige Hochschule in dem ganzen REN-Konsortium als Partner eingebunden. Das gibt uns die Möglichkeit, auch das Thema Nachhaltigkeit an Hochschulen über RENWEST gut zu transportieren, weil diese REN-Stellen sind angekoppelt an den Rat für nachhaltige Entwicklung in Berlin und der sitzt ja und ist zugeordnet dem Bundeskanzleramt. Und im RENWEST-Kontext haben wir uns vorgenommen, in jedem Jahr zwei der Transformationsbereiche der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie unter die Lupe zu nehmen. Und in diesem Jahr waren die Themen Klimaschutz und Ernährung und Agrar.
Das waren sozusagen die Bereiche. Und Transformationsbereiche bedeutet, dass wir dort gerade nicht so gut sind, dass wir dort noch viel weiterkommen müssen, dass in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie an den Stellen die Gewitterwolken zu sehen sind. Das heißt, wir erreichen selbst als Deutschland unsere Ziele noch nicht. Und da sind gute Ideen gefragt, da kann die Wissenschaft beitragen. Und deswegen haben wir diese Ringvorlesung ins Leben gerufen. Herr Eses, wir haben doch hier irgendwo anders auf dem Bildschirm noch einen kleinen Hinweis auf die nächste Ringvorlesung, weil das ist das sogenannte N-Lab, was unsere Partner im Rheinland-Pfalz organisieren. Ist aber auch eine digitale Veranstaltung am 29. November von 15 bis 18 Uhr. Frieden und Ernährungssicherheit, ein sehr aktuelles Thema, was wir ja auch in der Nahrungsmittelversorgung spüren. Und das Programm und alle weiteren Informationen auch zu unserer Ringvorlesung finden Sie auf der Homepage von, ich muss es glaube ich so rum, genau, von Rhein-West, die Sie hier oben sehen, fast sehen, aber, ach so, mit der Maus muss ich nach oben gehen? Ja, genau, dann sehen Sie es hier, www.renn-netzwerk.de/west. Aber wenn Sie renn.west eingeben, dann landen Sie eigentlich direkt bei uns und auch bei den Veranstaltungen. Dort werden auch die Vorträge von heute und die von der letzten Woche dann bereitgestellt für Interessierte, weil wir natürlich auch wissen, dass solche Ringvorlesungen immer in Konflikt, im Terminkonflikt mit vielen anderen Veranstaltungen stehen an Hochschulen. Wir haben in der letzten Woche in Birkenfeld etwa 30 Teilnehmer gehabt beim Auftakt. Das war schon ganz schön, dass wir dort viele Studierende auch dabei hatten. Hier sind aber auch eine Reihe von Multiplikatoren dabei. Das freut mich besonders. Und dann wird man vielleicht auch auf dem Weg das, was hier heute vorgetragen wird, darstellen können. Ich freue mich auch auf das Thema der fairen Hochschule, Fairtrade-Uni. Das sind wir in Birkenfeld auch. Und da denke ich, kann ich auch ein bisschen was lernen und noch mitnehmen heute. Und auch da ist vielleicht ein Austausch interessant. Lass mich noch auf eine Veranstaltungsreihe hinweisen, die beginnt nächste Woche am Montag, am 28.11., die ganze Woche über 5 Tage, ist die Studentische Woche der Nachhaltigkeit. Rheinland-Pfälzische Hochschulen bieten das online an. Und es gibt sehr spannende Themen, die sich dort ergeben. An vielen Veranstaltungen kann man auch online teilnehmen, also Woche der Nachhaltigkeit Rheinland-Pfalz. Dann sind Sie auf der Homepage. Das Programm, studentisch organisiert, ist immer noch in Bewegung. Sie sehen also noch nicht alles, aber ich sage Ihnen mal 2 Highlights, die vielleicht auch interessant sind. Zum einen wird Inga Taumibui vortragen. Sie gehört zum studentischen Netzwerk N und hat die studentischen Forderungen an Hochschulen zur Implementierung von Nachhaltigkeit mitentwickelt, die unter dem Hashtag Heißzeit gerade auch an die Hochschulleitungen bundesweit verteilt worden sind. Und das sind teilweise recht provokative Forderungen und knackige Forderungen, die da drinstehen. Und das müssen Studierende ja auch tun, genau sowas zu fordern. Und mit der diskutieren wir nächste Woche Dienstag ab 19.30 Uhr online. Sie wird die Forderungen vorstellen und dann haben wir ein kleines Podium, das diskutieren wird am Dienstag, 29. Und wir haben am Freitag, das ist dann der 2. Dezember, um 17 Uhr noch einen Vortrag, der hier in Saarbrücken schon vor 2 Wochen ungefähr auf sehr großes Interesse gestoßen ist, nämlich den Herrn Wiegand, Klaus Wiegand, der das Buch herausgegeben hat, 3 Grad mehr, wie die Welt aussieht oder so darf die Welt nicht aussehen, ist seine These dabei. Und er setzt vor allen Dingen da auf naturbasierte Lösungen und stellt das vor und ist bei uns am Umweltcampus tatsächlich auch vor Ort. Es wird auch gestreamt, aber Freitag 17 Uhr wäre diese Buchvorstellung nochmal im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit. Es ist sicherlich wert, noch viel mehr weitere Themen zu nennen, aber ich habe mir diese beiden ausgewählt, weil ich denke, die könnten auch für das Auditorium hier interessant sein. Und ich habe den einen oder anderen, die ein oder andere gesehen, die sich auch eine Notiz dazu gemacht hat. Also gucken Sie gerne mal hin und seien Sie gerne dabei. Ich freue mich, dass wir heute vieles lernen. Und das Nächste, was kommt, und ich glaube, ich kann das Wort dann direkt weitergeben, ist, Sie machen das noch. Ja, gerne. Der Herr Eses führt dann kurz ein.
Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf und freue mich auf die Inhalte. Ja, vielen Dank, Herr Helling, für die Einbettung dieser Veranstaltung in das Gesamtgefüge von Rhein-West. Das ist bei solchen Netzwerkgeschichten immer so ein bisschen die Frage, wo greift das konkret? Und da ist es ganz wichtig, dass man auf bestimmte Veranstaltungen auch hingewiesen wird, wo man dann auch einen Mehrwert sieht. Ja, als mich der Herr Martin, der Mitarbeitende von Herrn Helling, der also jetzt quasi die Geschäftsstelle führt von Rhein-West, als der mich vor 3-4 Wochen anrief und sagt, wir machen da eine Ringvorlesung, hätten Sie Interesse mitzumachen? Und das geht um Ernährung. Da dachte ich erstmal, na, HTW, Thema Landwirtschaft und Ernährung ist jetzt nicht unsere Kernkompetenz. Aber nach kurzem Überlegen ist mir sofort die Frau Melo eingefallen mit der Lebensmittelverschwendung, was ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ist bei Nachhaltigkeit von Lebensmitteln. Und dann sind mir noch weitere eingefallen, wo wir sofort auch Anknüpfungspunkte haben. Wir sind im Bereich Fairtrade zertifiziert, das wurde jetzt schon mehrfach angesprochen. Und das hat ja auch ganz viel mit Umgang von Landwirtschaft im globalen Süden zu tun. Was können wir dazu beitragen? Und dann haben wir noch einen Großverbraucher quasi von Lebensmitteln, nämlich eben das Studierendenwerk, das die Mensen hier an unseren Hochschulen oder an den meisten Hochschulen im Saarland betreibt. Und die haben auch was beizutragen, zum Beispiel, das wird aber die Heike dann selbst erklären. Genau. Ja, wir würden jetzt übergehen zum nächsten Programmpunkt. Frau Melo stellt ihr Projekt vor, Frugal. Zu dem Thema werde ich wenig sagen, aber zu Frau Melo kann ich 2-3 Worte sagen. Ja. Wir sind hier ein bisschen wissenschaftlicher Vortrag, das heißt, da muss man auch ein bisschen den Präsentator ein bisschen oder die Präsentatorin ein bisschen würdigen. Ja, Frau Melo ist seit 2007 Professorin bei uns. Sie kennt man noch? Das ausschaut und das andere. Ja, das kann man auch ausschalten. Dann müssen Sie hier irgendwie wieder einschalten und ich muss hier rausgehen. Ich hätte das gerne mit dem Kabel gemacht, das ist irgendwie übersichtlicher, aber... Ja, super. Der möchte nicht so. Gut, okay. Sie ist seit 2007 Professorin Mathematik und Statistik, für Mathematik und Statistik an der HTW Saar. Hat immer noch nichts mit Ernährung zu tun, also zumindest nicht auf den ersten Blick. Sie interessiert von der Forschungsseite her Integration von Standortentscheidungen in das strategische Supply Chain Management, Optimierung von Logistiknetzwerken, da kommen wir der Sache schon näher, glaube ich, und Logistik im Gesundheitswesen. Da hat sie auch schon einige Projekte gemacht, auch hier interdisziplinär an der HTW. Das ist auch eine spannende Kooperation. In der Lehre geht sie ein auf mathematische und statistische Inhalte sowie Operations Research. Das erschließt sich mir nicht sofort, aber vielleicht können Sie 2 Worte dazu sagen. 2011 war sie Mitbegründung des Instituts für Supply Chain Operations Management an der HTW Saar. Ich glaube, der Herr Bousonville war da auch mit beteiligt. Willkommen. Und vor der Berufung war sie beim Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik und hat dort den Arbeitskreis Supply Chain Management und Krankenhauslogistik geleitet. Und wenn wir dann in der Vita weiter zurückgehen, war die Promotion an der Erasmus-Universität in Rotterdam in den Niederlanden. Davor Studium der angewandten Mathematik in Lissabon und der Master in Statistik und Operations Research. Ja, heute ist sie Studienleitung des Masterstudiengangs Supply Chain Management bei uns an der HTW Saar und ist Associate Editor und Mitglied in verschiedenen internationalen Editorien von Fachzeitschriften. Ja, das ist sehr fachspezifisch, wenn ich da die Titel dann sage. Aber das heißt, sie ist sehr rege tätig und heute zeigt sie uns einen ganz anderen Ausschnitt aus ihrer Tätigkeit. Und wie das alles zusammenhängt, das werden Sie wahrscheinlich dann auch so ein bisschen andeuten. Frau Melo, wir sind ganz Ohr. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja. Ah, Sie werden auch mit einem Team vortragen, habe ich gehört. Ja, genau. Das ist dann ganz spannend. Das erkläre ich auch gleich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Eses, für die Vorstellung.
Vielen Dank auch an das Rennwest-Netzwerk für die Einladung, an dieser Ringvorlesung teilnehmen zu dürfen und uns die Möglichkeit zu geben, das EU-geförderte Projekt Frugal heute vorzustellen. Die HTW Saar beteiligt sich in diesem Projekt zusammen mit weiteren Partnern aus der Großregion, das heißt aus Frankreich, aus Luxemburg und aus Belgien. Und zusammen entwickeln wir Konzepte, Instrumente, um die Lebensmittelverschwendung in der Großregion zu bekämpfen. In den nächsten Minuten werde ich zusammen mit Herrn Cebokamga und mit Herrn Steinmetz, die auch im Projekt tätig sind, einen Einblick Ihnen geben über relevante Erkenntnisse und auch Ergebnisse aus unserem Projekt. Zu der Agenda. Oh, funktioniert. Ich starte direkt mit einem Überblick über das Projekt. Dann wird Herr Cebokamga über ein Kreislaufwirtschaftsmodell referieren, was wir gerade entwickeln im Rahmen des Projektes. Und danach wird er auch ein Tool vorstellen, das hier an der HTW entwickelt wurde. Und das Tool ermöglicht Transporte zur Rettung von Lebensmitteln aus ökonomischer und ökologischer Sicht zu bewerten. Im letzten Teil wird dann Herr Steinmetz unsere virtuelle Austauschplattform vorführen. Diese Plattform wird von einem Projektpartner aus Frankreich gerade entwickelt und sie dient dazu, verschiedene Akteure zu vernetzen, die interessiert sind an der Weitergabe, an der Weiterverarbeitung von Lebensmitteln sind. Gut. Eurostat, das ist die statistische Behörde der Europäischen Union, hat im Jahr 2020 geschätzt, dass 8,6% der EU-Bevölkerung sich nicht einmal jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten kann. Eine vollwertige Mahlzeit heißt also eine Mahlzeit mit Fisch, mit Fleisch oder äquivalent vegetarisch. Und das entspricht etwa 37 Millionen EU-Bürger und Bürgerinnen. Paradoxerweise schätzt die EU, dass 20-30% der Lebensmittel, die innerhalb der EU produziert werden, entlang der Lebensmittelkette verloren gehen. Und laut einer etwas älteren Studie, das bedeutet, dass jährlich circa 88 Millionen Tonnen Lebensmittel nicht verwertet werden, einfach verschwinden. Wie sieht das aus in Deutschland? Jetzt aktuell im Juni dieses Jahres hat das Statistische Bundesamt bei der EU-Kommission die Menge der Lebensmittelabfälle 2020 in Deutschland gemeldet und das macht 10,9 Millionen Tonnen. Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelabfälle, Lebensmittelverluste, es gibt verschiedene Begriffe, es gibt keine einheitliche Definition. Die Zahl, die bei der EU-Kommission gemeldet wurde, diese fast 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle, dabei sind überschüssige Lebensmittel, nicht verkaufte Produkte, aber auch nicht essbare Bestandteile wie Nussschalen, Obstschalen, Knochen, Gräten und so weiter. Der Großteil der Lebensmittelabfälle mit mit 49% fällt in privaten Haushalten an. Danach kommt mit 17% die Außerhausverpflegung, Restaurants, Kantinen, Menses und die restlichen 24% entstehen in Vorstufen der Lebensmittelkette, das heißt in der Primärproduktion, in der Verarbeitung und im Handel. Und in unserem Projekt Frugal
fokussieren wir auf diesen drei Stufen der Lebensmittelkette. Ja, wir betrachten nicht, was danach passiert bei den privaten Haushalten und Außerhausverpflegung. Es gibt verschiedene Gründe dazu. Es ist schon sehr viele Projekte, die in diesen zwei Bereichen gelaufen sind, auch noch in Arbeit sind. Zu Beginn des Projekts wollten wir auch erfahren, wie sieht die Situation in der Großregion aus. Und wir haben nach einer ähnlichen Statistik gesucht und keine gefunden. Das liegt daran, dass auf nationaler Ebene durchaus viele Informationen vorhanden sind, aber nicht auf der regionalen Ebene. Außerdem haben wir innerhalb der Mitglieder der EU unterschiedliche Situationen gefunden. Zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Messmethoden, die Daten werden erhoben, aber mit unterschiedlichen Zeitabständen. Der Detaillierungsgrad unterscheidet sich. In einem Land wird von Obst, was verschwendet wird, in einem anderen Land werden Kategorien wie Äpfel, Birnen getrennt erfasst. Auch die Meldepflicht unterscheidet sich von Land zu Land. Zum Beispiel ganz kleine Betriebe müssen nicht melden, wie viele Lebensmittel verschwendet wurden. Also das war ziemlich schwierig. Wir haben trotzdem versucht und wir haben dann als Quelle die regionale Produktion von Obst und Gemüse und auch im Handel in der Großregion genommen und haben dann sogenannten Verlustkoeffizienten aus der Literatur, die auf nationaler Ebene vorhanden sind, genutzt, um zu schätzen, wie viel bedeutet das in den einzelnen Gebieten der Großregion. Die Zahlen hier in den Balken darf man eigentlich nicht miteinander vergleichen, weil diese Gebiete unterschiedlich groß sind. Auch die Bevölkerungsdichte unterscheidet sich. Auch landwirtschaftlich gibt es Unterschiede. In unserer Betrachtung schätzen wir, dass jährlich 223.000 Tonnen Lebensmittel in der Großregion verloren gehen. Und das entspricht ungefähr 23 Kilogramm pro Einwohner im Durchschnitt. Ja, Frugal, das ist ein Akronym aus dem französischen Titel von diesem Projekt. Auf Deutsch heißt die Lebensmittelverschwendung verringern durch örtlichen Verbrauch. Wir fokussieren auf die Entwicklung von Instrumenten, von Konzepten für ein Kreislaufwirtschaftssystem für Lebensmittelüberschüsse in der Großregion. Typischerweise, Teile davon gibt es schon, in dem Lebensmittelüberschüsse weiter transportiert werden zu gemeinnützigen Organisationen wie die Tafeln in Deutschland, die dann diese Lebensmittel an bedürftige Personen weitergibt. Andere Möglichkeiten sind die Weiterverarbeitung dieser Lebensmittel, die dann an die Tafel, andere Organisationen weitergegeben werden oder kommerziell verkauft werden. Darüber wird dann später der Herr Czerbukamka mehr Details erzählen. Ja, zu unseren Projektzielen. Mit unserer Arbeit möchten wir einen Beitrag leisten zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung in der Großregion, wie vorher erwähnt. Unser Fokus liegt auf die Produktion, Verarbeitung und Handel. Wir möchten auch ein Netzwerk aufbauen mit Akteuren hier in der Großregion, die dann ihre Austausch und auch Tätigkeiten auf diesem Gebiet werden unterstützt durch eine virtuelle Austauschplattform, die Herr Steinmetz dann später zeigen wird, welche Funktionen dort angeboten werden.
Wir haben in unserem Projekt mehrere Partner, die bereits Erfahrung haben in der Verarbeitung von überschüssigen Lebensmitteln. Und ihre Erfahrung ist sehr wichtig für uns. Mit dieser Erfahrung versuchen wir, bestehende lokale Verarbeitungseinheiten weiterzuentwickeln und auch Handlungsempfehlungen zu geben für den Aufbau neuer Einheiten. Wir haben auch verschiedene Sensibilisierungsaktionen durchgeführt und Schulungen, zum Beispiel bei Landwirten, um dieses Thema zu fokussieren. Ja, unsere Zielgruppen sind nicht nur die Produzenten, Verarbeiter und Groß- und Einzelhändler. Es geht auch um gemeinnützige Vereine wie Tafel, die auch mit uns kooperiert, Handelskammern und die öffentliche Verwaltung. Zum Beispiel die Handelskammer hat einen Direktzugang zu Mitgliedern, die Akteure sind auf diesem Gebiet und kann sie auch sensibilisieren. Die öffentliche Verwaltung soll von unseren Erkenntnissen und Ergebnissen profitieren und entsprechende Schritte vornehmen, die bis zu zum Beispiel einer Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen sein könnte. Ja, unser Projekt hat eine Laufzeit von 28 Monaten. Sie endet jetzt am 31. Dezember. Wir sind insgesamt 8 Projektpartner, die hier mit den blauen Kästchen dargestellt werden. Die HTW ist der einzige Partner aus Deutschland und auch die einzige Hochschule. In Frankreich haben wir 2 Partner. Dynaps, das ist ein Startup, hat die virtuelle Austauschplattform entwickelt. Dann eine Verarbeitungseinheit, Partage von Frigo. Weitere Verarbeitungseinheiten oder Akteure in der gegen Lebensmittelverschwendung sind die 3 Partner Alimentier, CER, Le Futur Simple in Belgien. Und dann haben wir Palcenter und EMS in Luxemburg. Palcenter ist eine Supermarktkette in Luxemburg und EMS ist ein Netzwerk von Unternehmen, die nachhaltig handeln möchten. Das Projekt Volumen beläuft sich auf 2,2 Millionen Euro, wovon 55% von dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit 1,2 Millionen Euro gefordert werden. Und die HTW erhält eine zusätzliche Förderung von dem Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar- und Verbraucherschutz. Auch in der Grafik sehen wir noch weitere sogenannte strategische Projektpartner in Grün und sie begleiten unsere Projekte und helfen uns auch mit zum Beispiel Kontakte zu knüpfen zu wichtigen Akteuren für unser Projekt. Gut, das war alles von meiner Seite. Jetzt wird Herr Cebo-Kamge die weitere Thema vorstellen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Melo. Ich habe jetzt das Vergnügen, Ihnen das Kreislaufwirtschaftsmodell, das wir am Entwickeln sind, näher vorzustellen und danach auch noch auf praktischere Tools einzugehen, die wir im Rahmen des Projektes hier an der HTW entwickelt haben, beziehungsweise im Partnerkonsortium. Zunächst möchte ich einfach grundlegend nochmal darstellen, was dieses Kreislaufwirtschaftsmodell ist und wie es sich von diesem klassischen linearen Modell abgrenzt. Klassischerweise ist es ja so, dass Produkte, Lebensmittel irgendwo hergestellt werden, meistens von Landwirten. Die werden dann geerntet, eventuell verarbeitet und gelangen dann über verschiedene Distributionskanäle, Einzelhandel, Großhandel, später zum Endverbraucher. So ist das wünschenswert, weil so verdient jeder etwas daran und der Kunde oder der Verbraucher wird am Ende des Tages satt. Leider ist das nicht immer so, dass alle Produkte beim Endverbraucher ankommen. Und es gibt sogenannte Seitenströme, die an verschiedenen Stellen, beziehungsweise an allen Stellen eigentlich anfallen. Frau Melo hat das vorhin schon gezeigt, wie sich die einzelnen Sektoren verteilen. Grundsätzlich sind das erstmal Überschüsse, die dann problematisch werden, wenn sie nicht mehr verwertet werden können.
Und diese Überschüsse werden dann zu Abfall, die bestenfalls noch als Tiernahrung enden, auch kompostiert werden können, als natürlicher Dünger, um neue Lebensmittel wachsen zu lassen zum Beispiel. Auch möglich ist eine energetische Wertung, aber sehr oft passiert es auch, dass Lebensmittel, die eigentlich noch perfekt für den menschlichen Verzehr geeignet werden, wären, entsorgt werden, ohne dass irgendeine Verwertung damit geschieht. Und im Projekt haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was sind denn Alternativen zu diesem System, beziehungsweise wie können wir Lebensmittelüberschüsse abfangen und verhindern, dass sie zu Abfällen werden und sie somit für den menschlichen Verzehr erhalten. Und da kommt dieses Konzept der Kreislaufwirtschaft ins Spiel, indem wir einfach noch zusätzliche Akteure zu der klassischen linearen Wirtschaft dazu bringen, die diese Lebensmittel aufnehmen und etwas damit machen. Bestenfalls verdient auch noch jemand damit dran. Das ist zum Beispiel der Fall bei Lebensmittelmärkten zweiter und dritter Wahl, die Lebensmittel verkaufen, die im klassischen Handel nicht gewünscht sind, weil sie zu groß sind, weil sie zu klein sind, weil sie aufgrund anderer Kriterien abgelehnt werden. Es gibt Anti-Verschwendungs-Lebensmittelgeschäfte, wie zum Beispiel in Saarbrücken den Rettermarkt Rettich. Die kaufen Lebensmittel, die zum Beispiel auch über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus schon abgelaufen sind, was nicht heißt, dass diese Lebensmittel nicht mehr genießbar wären, und verkaufen sie dann günstig weiter. Andere Fälle sind die soziale Weiterverteilung. Lebensmittelhilfsorganisationen wie die Tafel oder Foodsharing sind da aktiv und retten Lebensmittel, um einfach dafür zu sorgen, dass einerseits bedürftige Menschen davon profitieren können, auch mit Lebensmitteln, mit gesunden Lebensmitteln versorgt zu werden, und andererseits, um einfach die Lebensmittelverschwendung zu minimieren und dafür zu sorgen, dass jedes Lebensmittel so wertgeschätzt wird, wie es sein sollte. Und dann haben wir als dritten Punkt noch Möglichkeiten zur Aufwertung. Das heißt, man kann diese Lebensmittel, die oft nah am Verderben sind, nehmen, sie verarbeiten, einer weiteren Verwertung zuführen, um sie zum Beispiel umzuwandeln in Lebensmittel, die länger haltbar sind. Damit eben dann, wenn mal eine Nachfrage nach diesem Produkt besteht, diese Lebensmittel verkauft werden können. Und genau um diese letzten beiden Punkte, soziale Weiterverteilung und Aufwertung, kümmern wir uns in unserem Projekt. Denn das Problem ist bei diesen Punkten, dass die Aktivitäten mit Kosten verbunden sind. Kosten, die natürlich irgendwie ausgeglichen werden müssen. In den meisten Fällen passiert das in diesem Bereich über Spenden, also entweder Geldspenden oder natürlich auch Lebensmittelspenden. Auch Spenden von Arbeitszeit, indem sich Menschen freiwillig bereit erklären, Lebensmittel zu retten. Aber wir haben uns gefragt, gibt es nicht noch andere Möglichkeiten? Gibt es nicht noch Konzepte, die wirtschaftlich tragfähig sind und einerseits Lebensmittel retten können und trotzdem nicht auch den sozialen Aspekt außer Acht lassen? Deswegen entwickeln wir in unserem Projekt Verarbeitungseinheiten weiter. Ein Partner im Projekt ist Partage Jean Frigot, der auch gleichzeitig als Vorbild gilt. An dem Beispiel kann man vielleicht mal kurz sehen, wie sich dieser Partner finanziert und wie er es dadurch schafft, Lebensmittel, die eigentlich weggeworfen worden wären, zu retten und gleichzeitig finanziell stabil zu sein. Es ist nämlich oft so, dass auch bei Tafeln Überschüsse anfallen, die nicht direkt weiterverteilt werden können. Und diese Überschüsse können gerettet werden, indem sie zu noch länger haltbaren Produkten umgewandelt werden. Das können zum Beispiel Ketchup aus überschüssigen Tomaten sein oder Soßen, Chutneys, verschiedene Produkte, die aus hauptsächlich Obst und Gemüse hergestellt werden. Und diese Aktivität, also das Sammeln von Lebensmittelüberschüssen von der Tafel, macht etwa 10% der Aktivität von Partage Jean Frigot aus. Die Lebensmittel, die verarbeitet wurden, werden dann zurück an die Tafel gespendet. Das heißt, das passiert ohne Gegenleistung.
Um das Ganze zu finanzieren, hat Partage en Frigo noch zwei andere Geschäftsfelder. Das ist einmal eine eigene Produktion, wo Lebensmittel von Supermärkten, von Landwirten oder von sonstigen Spendern aus der Region entweder kostenlos abgeholt werden oder zu einem geringen Preis gekauft werden, um sie dann weiter zu verarbeiten und unter der eigenen Marke zu verkaufen. Das macht etwa 20% aus. Und der zweite bzw. dann dritte Bereich ist eine Dienstleistung für Landwirte und hauptsächlich Obstbauern, die dort die Möglichkeit haben, ihre eigenen Lebensmittelüberschüsse verarbeiten zu lassen, bekommen dann ein Etikett auf ihre Produkte mit ihrem Namen und können das dann in ihrem Hofladen weiterverkaufen. Das ist jetzt ein Konzept, das wir weiterentwickeln wollen, dass wir untersucht haben, ob es auch wirklich lohnenswert ist, sowas in der gesamten Großregion auszubauen. Und wir haben auch ein paar Risiken identifiziert, die ich natürlich nicht vorenthalten möchte. Denn kurzfristig sehen sich auch diese Unternehmen mit steigenden Kosten auseinandergesetzt. Das heißt, alle Produkte, die Lebensmittel als Rohstoffe werden teurer. Auch Kosten für Energie, die natürlich zur Produktion unerlässlich ist, werden teurer, was dazu führt, dass viele Produkte, die so schon teuer sind, nicht noch für einen höheren Preis in den Handel gebracht werden können. Und somit rentiert sich für einige Produkte das überhaupt nicht. Zum Beispiel würde es keinen Sinn machen, eine Suppe zu verkaufen, die dann am Ende pro Liter 9 Euro kosten würde. Deswegen haben wir geguckt, welche Produkte können wir herstellen, die sich günstig transformieren lassen und trotzdem einen Absatz beim Kunden finden. Was das natürlich auch bedeutet, wenn die Kosten steigen, ist, dass die anderen Aktivitäten nicht mehr so rentabel sind und der Spendenanteil dementsprechend sinken muss. Ursprünglich war Partage en Frigo bei 20% Spenden, aber durch die aktuelle Situation können sie jetzt nur noch 10% ihrer Aktivität unentgeltlich leisten für die Tafel in Metz. Langfristig ein Risiko für das Geschäftsmodell an sich, also das Geschäftsmodell Konservenfabrik, aber gut für die Lebensmittelrettung allgemein, ist die Effizienzsteigerung in der Lebensmittelkette, weil natürlich Supermärkte und auch Landwirte sind allein schon deswegen daran interessiert, Lebensmittelverschwendung einzusparen, weil es sie Geld kostet. Und langfristig könnte das dazu führen, dass es weniger zu verarbeitende Überschüsse gibt und die Kapazität dieser Produktionseinheiten nicht komplett ausgelastet wird. Aber da sprechen wir wirklich von Jahren, denn da komme ich gleich noch zu. Es gibt sehr viel Lebensmittelverschwendung und das sollte kein Hindernis sein, diese Verarbeitungseinheiten nicht weiter auszubauen. Ein anderes Risiko, das wir sehen, ist, dass durch dieses reine Angebot oder die Möglichkeit, Lebensmittel weiterverarbeiten zu lassen, Landwirte einen Anreiz haben, mehr zu produzieren und somit der eigentlichen Idee entgegenwirken, die Gesamtproduktion der Lebensmittel bzw. die Gesamtproduktion überschüssiger Lebensmittel zu verringern. Was wir auch feststellen konnten, ist, dass es bereits ein sehr großes Netz an Organisationen gibt, die sich mit der Lebensmittelrettung beschäftigen. Hier in Deutschland hauptsächlich die Tafeln und Foodsharing, aber ebenso auf der anderen Seite der Grenze viele Organisationen, die ein engmaschiges Netz haben, gegen Lebensmittelverschwendung kämpfen und auch schon sehr große Mengen an Lebensmitteln und Lebensmittelüberschüssen umverteilen. Bei den Verarbeitungseinheiten sieht es noch so aus, dass es sehr wenige gibt auf dem gesamten Gebiet der Großregion und die auch nur in der Lage sind, einen Bruchteil der Gesamtlebensmittelverschwendung zu verarbeiten. Hier mal als Beispiel, 25 bis 400 Tonnen schafft so eine kleine Verarbeitungseinheit, wie wir jetzt experimentieren. Und demgegenüber stehen die von Frau Melo schon angesprochenen 223.000 Tonnen, allein an Obst- und Gemüseüberschüssen, die in der Großregion anfallen pro Jahr. Wir haben noch nicht untersucht, ob es überhaupt Nachfrage nach den Produkten gibt, die in solchen Verarbeitungseinheiten produziert werden könnten.
Und das ist ja eine Frage der Effizienz. Und damit haben wir uns auch noch in einem anderen Bereich beschäftigt. Und zwar haben wir haben wir ein Transportbewertungsmodell entwickelt, was es uns ermöglicht, ökonomisch und ökologisch zu beurteilen, ob sich die Rettung von Lebensmitteln lohnt oder nicht. Beziehungsweise es ist als Entscheidungsempfehlung, Entscheidungshilfe gedacht. Denn nur weil ich etwas retten kann, heißt es ja noch nicht, dass das sinnvoll ist. Es lohnt sich nicht, 100 Kilometer zu fahren, um eine Kiste Äpfel abzuholen. Und genau diese Frage stellen sich viele Akteure der Lebensmittelrettung, weshalb wir versucht haben, dort Antworten zu geben. Und das möchte ich jetzt mal kurz präsentieren, anhand eines Beispiels. In diesem Tool kann man verschiedene Benutzereingaben machen, zum Beispiel angeben, wie weit ist die Fahrt zum Ort der Abholung, beziehungsweise die Gesamtstrecke, die zurückgelegt werden soll. Wie lange brauche ich dafür? Ich sage jetzt mal, für die 30 Kilometer brauche ich inklusive Laden und Entladen 2 Stunden. Ich fahre als Fahrer, nehme mir noch einen Begleiter mit als Helfer. Mein Stundenlohn 14 Euro. Kraftstoffverbrauch etwa 15 Liter und die aktuellen Preise für Diesel und Super, wobei ich mein Fahrzeug mit Diesel betreibe. Nachdem ich diese Angaben gemacht habe, kann ich in der nächsten Maske angeben, welche Lebensmittel ich denn abhole. Wir sind jetzt im Herbst, also suche ich mal nach regionalen Produkten, wie zum Beispiel Äpfeln, saisonalen Produkten meine ich, im Herbst. Davon hole ich 10 Kilo, dann noch Kürbis, sagen wir mal 20 Kilogramm und passierte Tomaten im Verbundkarton, 8 Kilogramm. Allen Lebensmitteln, die hier in dieser Datenbank verfügbar sind, sind Emissionsfaktoren hinterlegt, die messen oder widerspiegeln, wie viele Emissionen angefallen sind bis zur Supermarktkasse, der Ort, an dem wir unsere Waren abholen werden. Was ich jetzt machen kann, ist, mir eine ökologische Bewertung anzeigen zu lassen und eine ökonomische Bewertung, die mir das Ergebnis zeigt, wie viele Emissionen verursache ich durch meinen Transport. Das wären hier 14,6 Kilogramm CO2-Äquivalente. Wie viele Emissionen spare ich ein, indem ich die Lebensmittel rette und sie nicht verfallen lasse? Und das Ergebnis ist, dass meine Bilanz positiv ist und es sich lohnt, aus dieser Perspektive die Lebensmittel abzuholen. Und auch ökonomisch spricht alles für eine Abholung, weil der Wert der geretteten Lebensmittel den Kosten meiner Abholung übersteigt. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal mit einem anderen Beispiel zeige, ich setze das mal zurück und wieder Äpfel auswähle aus der Region im Herbst, nehme ich mal 15 Kilogramm anstatt 10 und Kürbis, diesmal sogar 40 Kilogramm anstatt 20, aber keine passierten Tomaten, komme ich zum Ergebnis, dass es sich ökologisch nicht mehr rentiert. Und da sieht man, dass je mehr verarbeitet das Lebensmittel ist, desto höher ist die Auswirkung auf das Klima. Deswegen muss man auch nochmal kritisch hinterfragen, ob sich diese Verarbeitung in den Verarbeitungseinheiten lohnt. Und das wäre auch noch eine Untersuchung, die aussteht. Jetzt steht hier minus 2,1 Kilogramm CO2-Äquivalente. Die Frage ist, ab wann würde es sich denn lohnen? Und dazu kann man hier noch eine weitere Analyse machen, die dann Auskunft darüber gibt, ab welcher Menge sich der Transport oder die Rettung der Lebensmittel
lohnen würde. Wir haben hier auf der linken Seite die Möglichkeit zu sehen, bei wie viel Prozent mehr Ladung bei gleicher Entfernung wäre das sinnvoll. Und hier steht jetzt 64,2 Kilogramm. Das wären 17% mehr Kürbisse und 17% mehr Äpfel, als das aktuell geplant ist. Also könnte ich gucken, dass ich noch mehr Lebensmittel bekomme, um diesen Transport zu rentabilisieren. Ökonomisch gesehen würde es sich tatsächlich schon ab der Hälfte der Menge lohnen. Auf der rechten Seite habe ich auch noch die Möglichkeit zu sagen, wie sieht es denn aus, wenn ich eine andere Strecke wähle, also wenn ich weniger weit fahre. Und da ist das Ergebnis, dass es sich schon ab 25,7 Kilometern rentieren würde. Das heißt, ich müsste 86% meiner aktuell geplanten Strecke fahren, damit der Transport aus ökologischer Sicht zumindest neutral wäre. Oder das wäre der Break-Even. Ökonomisch können wir weit fahren. Das liegt aber daran, dass in diesem Tool noch keine dynamische Berechnung der Arbeitszeit bzw. Fahrzeit für eine länger werdende Strecke berücksichtigt wird. Das ist eins der Tools, das wir im Projekt entwickelt haben. Jetzt gebe ich weiter an meinen Kollegen Julien Steinmetz, der noch eine weitere Entwicklung vorstellen wird. Vielen Dank. Genau, nun kommen wir zu den grenzüberschreitenden Austauschzentralen. Das ist eine virtuelle Austauschplattform. Das ist also ein Online-Tool, die ist über Internet aufrufbar. Und wie Ihr Name schon sagt, ist diese Plattform für den Austausch von Lebensmitteln. Ich werde diese Plattform gleich mal vorstellen, eine kleine Demo zeigen. Die Plattform gibt es auf Französisch und auf Deutsch, ist beidsprachig. Und diese Plattform ist hauptsächlich für Lebensmittelüberschüssen aus der Landwirtschaft und auch für unverkauften Güten aus dem Handel entwickelt worden. Und diese Produkte können dann, wie David schon sagte, weiter verwertet werden. Sie können auch verarbeitet werden oder weiter verteilt. Genutzt wird diese Plattform, von Verarbeitungseinheiten hauptsächlich, das heißt von kleiner Manufaktur oder auch von Vereinen genutzt mit Küchenausstattungen zum Beispiel. Und diese Manufaktur oder diese kleine Verein mit Küchenausstattung verarbeiten dann diese Lebensmittelüberschüssen und auch können den auch verwerten. Das heißt, die schälen dann die Obst und Gemüse, schneiden das klein und dann können sie das noch einfrieren, damit sie dann weiter später verarbeitet und verteilt werden. Der Vorteil dieser Plattform ist, dass wenn zum Beispiel eine Organisation Überschüssen oder unverkauften Güter hat, kann diese Lebensmittel auf der Austauschzentral dann zur Verfügung gestellt werden und eine Verarbeitungseinheit, wie gerade gesagt, eine Manufaktur oder ein Verein mit Küchenausstattung, kann diese in einem längeren haltbaren Produkt verarbeiten, wie der David schon sagte. Also es könnte Konfitüre sein, Kompott, Chutney, Smoothie und so weiter. Auf der Frugal-Website gibt es Tools zur Entscheidung, Unterstützung, wie zum Beispiel eine Karte der Akteure gegen Lebensmittelverschwendung. Es gibt auch noch weitere Entscheidungsunterstützung, wie zum Beispiel Produkt- und Rezeptblätter. Ich komme noch mal später darauf. Und es gibt auch einen Teil von dieser Website, die für
Organisationen, die zu dem Frugalnetzwerk gehören, entwickelt wurde. Und für die privaten Nutzer gibt es ein Backoffice mit Funktionen für den Lebensmittelmanagement, wie Wareneingangsverwaltung zum Beispiel. Und das schauen wir uns jetzt an. Gehen wir jetzt auf die Frugal-Website. Ich möchte jetzt eine kleine Demo machen. Also hier oben rechts kann man sich einloggen. Ich kann hier meine E-Mail-Adresse geben, die ich dann bekommen habe, und hier noch mein Passwort. Und dann kann ich mir hier anmelden. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass diese Website noch nicht komplett übersetzt worden ist auf Deutsch. Die Übersetzung ist teilweise schlecht, aber destotrotz kann man dann schon sich einen guten Überblick machen. Wenn ich hier rechts, oben rechts klicke, dann hier sind die Funktionen des Backoffice, und das möchte ich als erstes jetzt vorstellen. Also hier sind verschiedene Funktionen. Wir gehen jetzt durch diese verschiedenen Funktionen, und angenommen, ich werde jetzt ein Landwirt. Ich bin ein Landwirt und ich habe Obst und Gemüse übrig, die ich nicht im Handel verkaufen könnte, weil die nicht pflichtenheftkonform waren. Der Supermarkt hat es nicht genommen. Karotten waren krumm, die Tomaten zu klein oder die Äpfel zu klein und so weiter und so fort. Es könnte auch Produkte sein, wie wir schon gesagt haben, die sehr nah an Mindesthaltbarkeitsdatum sind, die nicht von den Supermarkt genommen werden, und die könnte ich jetzt ja auch in meinen Wareneingang buchen. Aber ich bin der Landwirt, Bauern Kamga, und ich möchte jetzt diese Lebensmittel, also diese krumme Karotten, jetzt hier buchen in meinen Bestand. Also hier kann ich die Kategorie auswählen, die ist leider noch nicht übersetzt, aber hier ist eine Kategorie Gemüse, und ich mache hier Test Karotten. Also Test ist, weil im Moment wird die Plattform genutzt von den Partnern, und wir haben auch Statistiken, die sich daraus entwickeln, und damit man das einfach löschen kann, diese Test, dann mache ich dann noch als Name Test Karotte. Und hier kann ich eingeben, ich habe 2 Paletten. Das ist auch noch nicht hier übersetzt, leider. Und das entspricht, jeder Palette hat eine Charge von 500 Kilo. Und der Spender ist der Bauer Kamga, wie ich sagte. Der ist schon da, super. Der hat schon was gespendet gehabt. Und hier weiter unten kann ich noch den... Wo kommen die Waren her? Die kommen in diesem Fall aus Deutschland. Und der Empfänger ist der Julien. Und das bin ich. Und der Los, hier kann man auch noch eine Losnummer geben, das, was für die Rückverfolgbarkeit auch sehr wichtig ist. Und den Empfangsdatum ist heute. Hier drücke ich dann auf diesen Knopf, und jetzt ist diese 1000 Kilo krumme Karotten in meinem Bestand. Es wurde erfolgreich erstellt. Es gibt außerdem eine wichtige Funktion, das ist hier, ich kann den Warenbeleg, einen Warenbeleg drucken. Ja, warum ist das wichtig? Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Testkarotten jetzt hier den Warenbeleg drucke, dann kann ich auch nachvollziehen, wo ich das später abgegeben habe mit dem Rückverfolgbarkeitsnummer. Entschuldigung.
Ah, ja, das öffnet mich eine neue Seite, da muss ich zurück. Genau, den Warenbeleg ermöglicht auch so zu wissen, ja, wo ich denn Produkt abgegeben habe und so weiter und so fort. Danach sehe ich diese in meine Bestandübersicht. Wenn man so weiter unten geht, dann sehen wir hier, die Testkarotten sind da, die zwei Palette, 2x500 Kilo entspricht dann 1000 Kilo. Der Spender ist Bauer Kamga und der Empfänger ist Julien. Und somit kann auch noch meine ganze Partnern das sehen. Zum Beispiel die kleine Manufaktur in Saarbrücken, die sieht jetzt auch, ah, hier im Bestand haben wir 1000 Kilo und kann das, diese 1000 Kilo nehmen und verarbeiten. Und deshalb bin ich jetzt diese kleine Manufaktur. Dann gehe ich dann hier auf Manufaktur und Produktion. Und hier möchte ich jetzt einen Auftrag erstellen. So, hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Das wurde auch noch nicht richtig übersetzt. Ich kann verwerten, ich kann weiter verteilen, ich kann auch verarbeiten. Und das ist die dritte Möglichkeit, das ist leider schlecht übersetzt. Aber ich möchte jetzt eine Verarbeitung planen. Dann erstelle ich jetzt hier eine Verarbeitung. Und hier sehe ich, ah, ich habe schon ein Rezept, der früher gepflegt worden ist, weil ich kann auch Rezept hier einpflegen in diese Plattform. Und dieses Rezept ist Karottensuppe. Das heißt, jetzt kann ich meine Karotten in eine Karottensuppe verarbeiten. Jetzt starte ich die Erstellung. Und jetzt ist leider durch die Übersetzung was falsch gekommen. Ich mache es nochmal neu. Jetzt müsste es funktionieren. Also hier Verwertung, Transformation, erstellen eine Fertigung. Hier habe ich mein Rezept, meine Karottensuppe, die ich schon gepflegt hatte. Und hier sehe ich, meine Karotten kann ich hier vom Bestand kann ich aussuchen, mein 1000 Kilo. Und ich nehme von dieser 1000 Kilo nehme ich alles. Ich könnte auch 500 Kilo nehmen, dann hätte ich dann weiter nachher noch 500 Kilo in meinem Bestand. Der Name des Betreibers bin ich. Und hier, das ist, wo der Produkt am Ende in welche Lager kommt, zum Beispiel. Und hier ist die Übersetzung auch sehr schlecht, tut mir leid. Im Lager 1. Und hier kann ich noch die Chargenummer für die Rückverfolgbarkeit. Falls es eine Lebensmittelkontaminierung gibt, dann weiß ich, wo war dann diese Karotten. Und hier erstelle ich eine Fertigung. Und hier sehe ich die Übersetzung, eine Verarbeitung wurde vom von mir geplant, 1000 Kilo. So, jetzt kann ich diese starten. Ich muss jetzt zurück auf die französische Website. Genau so. Und hier kann ich starten. War vorher in Fehlfunktion, sorry. Also starte ich jetzt diese Verarbeitung. Und hier heißt es, okay, es wird jetzt produziert. Sind Sie sicher? Ja, ich möchte das produzieren. Und am Ende habe ich dann diese verarbeiteten Produkte, 1000 Behälter, entspricht 1000 Liter, in meine fertiggestellt und ich kann die wieder in meinen Bestand machen. Wenn ich hier auf Ernte drücke, also dann wird das dann in den Bestand kommen. Ich
Dann kann ich nochmal das gleiche wie vorher einwählen. Und dann mache ich davon schon noch die Kategorie. Jetzt ist das eine also eine verarbeitete Produkt hier. Und jetzt kann ich in meinen Bestand über sich sehen, dass ich hier Karottensuppe aus habe aus Karotten, 1000 Behälter, 1000 entspricht 1000 Liter. Und diese können dann von einer anderen Organisation, die zu meinem Netzwerk gehört, zu einem Frugal-Netzwerk, dann weiterverteilt werden. Das war jetzt diese Backoffice, die noch in der Entwicklung ist. Also vor allem die Übersetzung ist noch nicht optimal. Möchte ich nochmal mich entschuldigen dafür. Kommen wir jetzt zurück zu der Präsentation. Oder ich wollte nochmal die Entscheidungsunterstützung auch noch vorstellen. Hier haben wir einige Entscheidungsunterstützung, wie zum Beispiel eine Karte der Akteur gegen Lebensmittelverschwendung. Und hier kann ich filtern, was ich gerade suche. Welchen Typ von Akteur suche ich in welchem Teil der Großregion? Angenommen, ich bin ein Supermarkt und ich suche Lebensmittelorganisationen in meine Umgebung. Also sage ich, ich suche Lebensmittelbanken, Tafeln in meine Umgebung. Ich bin ein Supermarkt in Saarbrücken und suche jetzt, wo ist meine nächste Tafel? Und dann suche ich und ihr als Ergebnis kommt auf meine Karte alle Tafeln, die in der Saarland und Rheinland-Pfalz sind. Und ja, ganz praktisch, hier sehe ich, die Tafel Saarbrücken ist da und wenn ich drauf klicke, habe ich alle Informationen, die ich benötige, zum Beispiel E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter und so fort. Ist auch praktisch, wenn ich Landwirt bin, vorher haben wir gesagt, Landwirt können nicht alles über ihre Handelskanäle verkaufen und haben vielleicht krumme Dinge, krumme Obst, krumme Gemüse und sie wollen das jetzt verarbeiten und suchen eine Verarbeitungswerkstatt und sagt, okay, vielleicht gibt es in Saarland keins, also suche ich auch hier im Lothringer und in Luxemburg. Dann gehe ich auf die Suchfeld und dann finde ich, tatsächlich sind drei Verarbeitungseinheiten, einen in Metz, Partage ton Frigo, wovon wir gesprochen haben, auch eins in Saarbrücken, die Fruchteria. Wunderbar, ich habe die Kontaktdaten, kann jetzt mich mit denen verknüpfen und meine krumme Obst und Gemüse verarbeiten, damit sie nicht wegwerfen werden. Es gibt auch noch andere Entscheidungsunterstützung, wie zum Beispiel Produktblätter. Da sind hier einige Produktblätter, die sind noch nicht auf Deutsch übersetzt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die erste nehme, Spargel, da kann ich so ein Blatt runterladen und was kann ich jetzt mit dem Spargel machen? Wie kann ich meinen Spargel verwerten? Was kann ich mit der Spargel oder wie mache ich meine Verarbeitung mit der Spargel? Was muss ich, worauf muss ich aufpassen? Was muss ich berücksichtigen? Es gibt auch Rezeptblättern, die werden auch auf Deutsch noch übersetzt. Wenn ich so Banane und Erdbeeren habe, dann kann ich hier den Kompott von Bananen und Erdbeeren runterladen und diese Rezepte dann nutzen, um mein Produkt zu verwerten, zu verarbeiten. Ja, das ist jetzt die letzte Folie. Wir kommen zurück zur Präsentation. Genau, es gibt noch weitere Unterstützungsangebote. Wir haben gerade die CET, diese Austauschzentrale,
vorgestellt. CET steht für Centrale d'Échange Transfrontalière, das ist der französische Begriff. Es gibt auch eine Organisation, die SOLAL heißt in Frankreich. Diese Organisation unterstützt die Landwirten bei großen Spenden von Obst und Gemüse an Lebensmittelorganisationen wie die Tafel und versuchen, also unterstützen, indem sie jetzt eine Empfänger, eine Tafel finden, die Lebensmittel nehmen können und auch Unterstützung bei der Logistik, bei der Transport. Dann haben wir noch hier die Bourse aux Dons und Phoenix, das sind Austauschplattformen, die anders sind wie die CET, die eher für Supermärkte zum Beispiel, die ihre unverkauften Waren nicht verkaufen können, weil sie nah an Mindesthaltbarkeitsdatum sind oder weil sie keine Empfänger finden. Und diese können dann an Lebensmittelorganisationen dann gespendet werden. Ja, das war's dann zu unserer Präsentation. Und zum Schluss möchte ich noch Professorin Melo das Wort überlassen. Ja, vielen Dank. Das war so ein Einblick in Teile des Projekts Frugal. Wir haben viele andere Arbeitspakete auch bearbeitet, aber natürlich können wir nicht alles präsentieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, dann können wir gerne sie auch beantworten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Präsentation Ihnen drei, für diesen Einblick ins Projekt. Wir sind ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Vielleicht haben wir noch ein oder zwei Fragen, die wir hier im Plenum beantworten können. Herr Helling. Ich finde das Projekt sehr spannend. Es endet aber jetzt. Wie ist die Weiterführung dieser Ideen? Das braucht ja Kümmerer, die das sozusagen dauerhaft am Leben halten. Das ist eine sehr interessante Frage. Die Antwort haben wir momentan noch nicht. Wir sind dabei, noch bis Ende des Jahres Ideen zu entwickeln, damit alle diese Ergebnisse, Erkenntnisse nicht dann in eine Schublade landen und keiner kümmert sich mehr. Die HTW wird sich eigentlich zurückziehen, weil wir keine kommerzielle Verwertung für solche Lebensmittel auch aus Spendensicht nicht an dieser Branche beteiligt sind. Jedoch die anderen Partner überlegen, dass einige davon das weiterentwickeln. Die HTW wird trotzdem in diesem Bereich weiterhin aktiv sein. Wir starten jetzt im Januar mit einem neuen, kleineren Projekt, zunächst nur hier in dem Bereich Saarland. Und wir wollen eine Potenzialanalyse durchführen, um zu erfahren, ob sich lohnen würde, einen Food Coworking Space hier in der Region zu etablieren, mit der Besonderheit, dass dort überschüssige Lebensmittel und unverkaufte Produkte auch verarbeitet werden können. Also nicht dieser Standard Food Coworking Space, in dem Startups neue Lebensmittel kreieren und dort produzieren, eher als eine Unterstützung zum Beispiel für die Landwirte, die selbst die Räumlichkeit nutzen möchten, um selbst zu produzieren oder das im Auftrag geben und jemand nutzt dann die Küche und werden dann Suppen, Konfitur und so weiter hergestellt. Also der Markus hat mich gefragt, ob ich heute etwas über unsere Mensa-Strategie berichten möchte oder kann, und dem will ich gerne nachkommen. Ich möchte zuerst kurz zeigen. Wir waren ja bis vor einem halben Jahr ein Studentenwerk, waren ein Verein und jetzt sind wir Anstalt des öffentlichen Rechts. Das heißt, wir heißen jetzt auch Studierendenwerk, und im Gesetz verankert sind unsere Aufgaben
Also das heißt, wir haben die soziale, wirtschaftliche, kulturelle und gesundheitliche Förderung der Studierenden aller saarländischen Hochschulen in unserem Portfolio. Und hier kann man sehen, also ich habe es jetzt extra fett gemacht, da ist einmal das wirtschaftliche und einmal das gesundheitliche, was ja theoretisch in den Mensen dargestellt werden muss oder wiedergegeben werden muss. Unsere Hochschulgastronomie ist so aufgebaut, dass wir an allen saarländischen Hochschulen Mensen oder Cafeterien betreiben, außer an der HBK, also an der Hochschule für Bildende Künste. Dort ist es tatsächlich so aus der Historie heraus, dass dort selbst gekocht wird. Ja, man kann also sehen, das ist schon eine ganze Menge, was wir da anbieten. Das sind die klassischen Mensen, das sind aber auch Cafeterien oder aber auch der Mensagarten an der Uni. Das ist so ein Foodtruck, der im ehemaligen Botanischen Garten steht an einem sehr lauschigen Platz. Und da kann man also auch in der Zeit von April bis Oktober Pizza und Pasta genießen. Sie sehen jetzt hier auf dem Bild die Mensa an der Uni und da kann man auch schön das sehen, dass da sehr, sehr viel los ist jeden Nachmittag oder jeden Mittag. Und hier jetzt bei euch nebenan Mensa HTW. In allen Mensen gibt es also neben dem großen Angebot immer zwei Sozialessen, das heißt also günstige Essen, die subventioniert sind vom Land. Das vegetarische Gericht ist dabei immer das günstigste Angebot. Das ist ganz bewusst so gewählt, weil wir denken, dass das Vegane und Vegetarische immer im Vordergrund stehen sollen. Natürlich gibt es dann auch noch weitere Gerichte im Wahlbereich, aber das kennen Sie sehr wahrscheinlich. Ja, was bedeutet das jetzt? Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit im Wechselspiel unserer Aufgabe. Also wir haben täglich bis zu 3.500 Gäste aus aller Welt. Das ist also eine ganze Menge und da gibt es ganz viele Wünsche. Man möchte ein umfangreiches Angebot. Man möchte, dass das Angebot abwechslungsreich ist. Man möchte, dass das Angebot international ist. Man möchte, dass es authentisch ist. Und das steht natürlich unter den Gesichtspunkten des Umweltbewusstseins und der Nachhaltigkeit. Und das ist für uns eine große Herausforderung. Das muss man tatsächlich so sagen. Ja, ich möchte jetzt ein paar Beispiele bringen, wie wir probieren, das tatsächlich hinzukriegen. Also in den Cafés, die wir betreiben, da haben wir im Vordergrund Produkte mit Mehrwert. Sie haben das selbst jetzt eben hier sehen können. Also wir haben also Getränke von heimischen Start-ups. Zum Beispiel hier, das sind die Getränke von Blue Future Project. Das sind die zwei netten jungen Männer aus Saarbrücken, die also selbst Wasser vertreiben und das, was sie dabei erwirtschaften, wiederum in Afrika in ein Projekt umsetzen, in erster Linie für Frauen, dass Frauen da eben selbstständig werden können. Dann gibt es das Piranha Cola, die sind aus Neunkirchen, also da gucken wir auch, dass wir mit denen kooperieren. Und jetzt das Neueste, das ist hier von der HTW, also ein Startup Pahua, das ist ein Energy Drink, der auch probiert eben sehr regional, heimisch und auch nachhaltig zu sein. Und da haben wir gesagt, ja, wir wollen das gern unterstützen und wollen jetzt schauen, ob das Ganze funktioniert. Ja, generell ist es schon so, dass wir seit Beginn fairen Kaffee und auch Tee immer anbieten können oder wollen. Oder auch die Backware von den Bäckern hier sind aus der Stadt, dass die Wege möglichst kurz gehalten sind. Ja, und jetzt bin ich eins zu weit. Nee. In den Mensen ist es zum Beispiel so, dass wir einen Klimateller eingeführt haben. Klimateller bedeutet, dass das umweltfreundlichste Gericht ausgewiesen wird. Ein klimafreundliches Gericht ist dann ein Klimateller, wenn es also mindestens 50% weniger CO2 als ein vergleichbares durchschnittliches Gericht verursacht. Und das kommt also
sehr, sehr gut an. Die Leute ja orientieren sich an diesen Gerichten. Also sie sind ja dann ausgezeichnet mit diesem Logo. Und da werden wir oft danach gefragt, wenn es zum Beispiel an einem Tag keinen Klimateller gibt, wo ist denn heute der Klimateller? Also da wird schon ja drauf geachtet, dass tatsächlich hier sehr CO2 reduziert ein Angebot von uns gemacht wird. Ja, dann haben wir ja, das haben Sie vielleicht auch schon gemerkt, im Mai probiert einen Veggie-Tag einzuführen. Wir haben also im Mai 5 Veggie-Tage gemacht und wollten einfach mal sehen, wird es angenommen, gibt es da Beschwerden, weil es kein Fleisch mehr gibt, wie war das? Also das lief sehr, sehr gut. Wir hatten so ein bisschen Angst, dass die Ingenieure sagen, nein, wir wollen Fleisch, aber das hat wirklich prima funktioniert. Und wir haben jetzt seit Juli den Veggie-Tag fest eingeführt, und zwar jeden zweiten Donnerstag. Und es gibt an diesen Tagen tatsächlich nur noch vegane und vegetarische Gerichte. Ja, das haben Sie sehr wahrscheinlich auch schon selbst mitgemacht. Das ist das Relevo-System. Wir haben uns überlegt, wie können wir die Einwegverpackungen generell reduzieren. Und wir haben dafür das Mehrweg-System Relevo eingeführt, mit Hilfe des Umweltministeriums. Die haben uns da eine kleine Anschubfinanzierung auch gegeben. Konnten wir das System problemlos an allen Hochschulen einführen, und wir haben tatsächlich mittlerweile 200.000 Einwegverpackungen eingespart. Das ist natürlich super toll. Ich finde immer, dieses sieht so ein bisschen aus wie ein Hundenapf, ne? Aber es ist sehr, sehr praktisch. Es hält sehr gut warm und es ist nicht so schön, dass man es mit nach Hause nimmt und nicht mehr wiederbringt. Also man muss sagen, wir haben 98% Rücklauf, was natürlich sehr, sehr gut ist. Ja, wir probieren natürlich, das auch abzufragen. Also man muss dazu sagen, wir hatten ja 2 Jahre in der Pandemie auch zu kämpfen. Wir mussten die Mensen zumachen, wir haben sie wieder geöffnet, sobald es ging. Und wir wollten jetzt einfach hören, wie sind denn überhaupt unsere Kunden, wer ist noch da und was wollen die Leute essen. Dafür haben wir zuerst mal an der Uni diesen Testballon gestartet, indem wir eine Mensa-Umfrage gemacht haben. Die werden wir jetzt ab nächsten Montag auch hier an der HTW machen. Und da ging es also darum, wir haben abgefragt, ist euch Nachhaltigkeit wichtig? Was sind die Themen, die euch interessieren? Regionalität, Bio, fairer Handel und so weiter. Wie sieht es mit der Preisgestaltung aus und wie ist die Kundenzufriedenheit? Wenn Sie dazu mehr erfahren wollen, können Sie das auf unserer Homepage nachlesen. Aber ich denke, es ist gerade für die HTW jetzt vielleicht auch gut, wenn man noch gar nicht weiß, was die anderen so gesagt haben, sondern jetzt einfach nächste Woche diese Umfrage mitmacht. Und dann wollen wir da mal schauen, wie ist das, weil es ging ja da auch um das Thema Preisgestaltung vor der Energiekrise und danach. Also ist es da anders? Und wie sind die Leute an der UDS und an der HTW? Tickt man da anders? Also da wollen wir einfach mal nachschauen, was dabei herauskommt. Ja, und natürlich machen wir das gerne, und weil Nachhaltigkeit gehört zu uns. Also wir sind schon sehr, sehr viele Jahre da sehr engagiert, aber natürlich ist es auch schön, wenn man dann diverse Preise gewinnt. Und wir haben zum Beispiel das Preisgeld des Ernährungspreises in den Klimateller reingesteckt, oder wenn wir irgendwas gewinnen, wird das Geld natürlich direkt wieder benutzt, um ein neues nachhaltiges Thema anzufangen. Ja, wir haben noch viele Überlegungen. Wir könnten auch noch ganz viele Beispiele bringen, was wir noch alles machen oder schon gemacht haben. Und wir wollen auch noch viele Taten
vollbringen. Also man kann zum Beispiel hier sehen, das ist unser Foodbike. In der Pandemie hatten wir uns überlegt, wie können wir unsere Kunden trotzdem noch immer, wie soll ich sagen, also wie konnten wir attraktiv sein, und da haben wir einfach ein E-Grillrad uns angeschafft, und das kam also sehr, sehr gut an. Das war ja auch schon hier an der HTW Feier. Wir hatten es auch schon, als die Musikhoch der Schule jetzt ihr Geburtstag hatte. Also wir fahren dann also nicht mit dem Food, wie sagt man, Food Truck, sondern wir fahren mit dem Food Bike. Ja, wir haben also uns auch Lasten-E-Bikes gekauft anstatt Autos. Wir wollen jetzt in der Zukunft die Kaffeeautomaten auch mit Mehrwegbecher ausrüsten. Da ist es aber nicht ganz so einfach, die richtigen Automaten zu finden, die mit den Bechern zusammengehen. Wir wollen einen gekoppelten Rückgabeautomaten machen, der sowohl die Relevos als auch die Mehrwegbecher dann nehmen, also nochmal annehmen kann. Und wir haben noch ganz, ganz viel vor, um eben weiterhin in der Mensa auch nachhaltig zu sein und das voranzutreiben. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es konkrete Fragen, dann würde ich die jetzt gleich beantworten, denke ich. Genau. Ja. Mit dem Klimateller, wie berechnen Sie die Gerichte? Haben Sie da so einen Kalkulator, wo Sie die Komponenten eingeben? Also es ist so, wir haben uns da in das System eingekauft. Das heißt, wir geben unseren Plan, was wir zu essen planen, dort ein. Und wir kriegen dann die Antwort, welcher Teller, also welches Gericht ein klimaneutrales Gericht ist. Also es ist so ein Service, der dann... Genau. Weitere Fragen? Frau Förster. Diesen Veggie-Tag, wenn das regelmäßig eingeführt wird, gibt es da eine Veränderung in der Frequentierquote? Also wie oft dass sich das ändert, wie viele Studierende da kommen? Also es ist tatsächlich so, dass die Zahlen konstant sind. Also wir haben zuerst gedacht, das bricht ein. Aber da wir also ganz geschickt zum Beispiel Soja, Gyros dann in dem Bereich haben, wo normal Hähnchen Gyros ist, sodass das tatsächlich auch gut läuft. Also das muss man schon so sagen. Ja, ich habe gerade heute mich mit jemand unterhalten, der hat gesagt, mein Gott, da gibt es immer so viele feine Dinge und auch so neue, da kann man sich überhaupt nicht entscheiden, was man an dem Tag dann essen soll. Ne? Also das sind solche Dinge, die das dann auch noch mal attraktiver machen. Ja. Eine Frage zu den Mehrwegsystemen. Sind die bepfandet oder sind die nicht bepfandet? Also es gibt da drauf ein Pfand, das zahlen aber wir. Also das ist so, dass pro Behälter klein 10 Cent, groß 15 Cent. Das haben wir nicht auf den Kunden umgelegt, sondern das übernehmen wir selbst. Und weil wir das, also wir haben insgesamt jetzt 18.000 Euro ausgegeben für die Befandung von dem Relevo. Aber wir sagen, das ist uns einfach wichtig und wir wollen das deshalb auch so machen. Ja. Ist ja ganz spannend, vielleicht mal einen Austausch zu suchen dazu. Ich habe eine Kollegin bei mir, die hat zusammen mit dem Land Rheinland-Pfalz ein Mehrwegsystem für die Mensa entwickelt, was jetzt auch an der Hochschule Trier in Trier eingesetzt werden soll. Und da wäre ein Erfahrungsaustausch, finde ich ganz spannend. Die Frau Professor Hartert ist die Ansprechpartnerin. Denke ich, macht Sinn, sich vielleicht mal zu unterhalten, was man da für Erfahrungen hier gesammelt hat und was für Erwartungen bei uns dort laufen. Könnte ich mir spannend vorstellen. Also es ist tatsächlich so, dass wir bundesweit am meisten eingespart haben, also mit großem Abstand, einfach weil wir es nicht an den Kunden weitergegeben haben, sondern wir es selbst zahlen. Und ich denke, das macht viel aus, wenn man sich überlegt, man müsste jetzt zu den 3,10 Euro zusätzlich noch, je nachdem, was das alles hat, also 45 Cent drauflegen. Das ist natürlich schon eine Menge und das wollten wir nicht. Aus dem Grund haben wir gesagt, wir übernehmen es jetzt. Ja. Wir haben es mit einer App gemacht und das wird gescannt und dann wird der Besitzer festgehalten. Genau, das ist hier auch so. Also es ist,
Das ist hier auch so. Also es ist hier so, genau. Hier geht man, also man hat auch eine App, man geht da drauf. Jedes Gefäß hat einen Namen, das sieht man hier, Barbara, oder also das hat auch dann so ein bisschen was Persönliches. Man kriegt nach 14 Tagen kriegt man dann den also einen Hinweis, bitte jetzt gib doch mal dein Ding da wieder ab. Und wie gesagt, man muss sagen, 98% machen es und das ist also sehr, sehr gut. Da kann man also gar nicht meckern. Ja. Liegt auch, wie gesagt, daran, dass es nicht ganz so hübsch ist, nur dass man sich jetzt zu Hause hin ja stellen will. Ne? Aber es hält unheimlich gut das Essen warm und es ist also für uns optimal. Ja. Gut. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Gibt es noch eine dringende Frage, die wir hier klären sollten? Wenn nicht, dann nachher beim Imbiss. Und bitte macht alle mit, ab am Montag, der bewertet die ja Mensa, nämlich nur dann ist es für uns klar, was die ja Kunden auch ja wollen, ja, damit wir da nachlegen können. Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank, Heike. Vielen Dank. Komm. Ja, als nächstes haben wir dann noch den Beitrag von der Winnie Bindio. Sie ist Fairtrade-Referentin, externe Fairtrade-Referentin im Auftrag von Transfer e.V. Habe ich das richtig so genannt? Transfer e.V., das ist quasi Fairtrade Deutschland, ne, so mal lax gesagt. Und die unterhalten natürlich viele Referentinnen, Referenten, die für diesen fairen Handel, für das Thema sensibilisieren. Und wir sind auch hier seit einigen Jahren dabei. Und Winnie war, wenn ich mich, du hast mal gesagt, du bist als Studentin hergekommen, hast mit dem Thema Fairtrade erstmal wenig zu tun gehabt und bist dann über diese Fairtrade-Aktivitäten, die hier in Saarbrücken, besonders an der Uni, erstmal gestartet sind, erstmal auf das Thema gekommen und hast dich dann von einer studentischen Botschafterin zur hauptberuflichen Referentin im Bereich Fairtrade dann entschieden weiterentwickelt. Und in dem Rahmen sind Heike und Winnie auch Protagonisten, die mit dafür gesorgt haben oder zumindest in dem Umfeld tätig waren, um die Universität des Saarlandes als erste Fairtrade University in Deutschland zu etablieren. Die HTW ist 2017 dann gefolgt als 14. Hochschule und Hochschule Trier, habe ich jetzt gehört, ist auch zertifiziert. Also das ist ein Prozess, der sich dann entwickelt. Winnie, du hast uns was Grundsätzliches mitgebracht zu was ist Fairtrade, wie ist das Fairtrade-System, was ist Fairtrade University und du berichtest aus deinen eigenen Erfahrungen, die du jetzt aus deiner letzten Reise, du hast mich vor 2 Wochen angerufen aus Nicaragua, aus Ecuador, und berichtest da von deinen Erfahrungen, die du dort gesehen hast mit dem fairen Handel oder mit dem Produkt, mit der fairen Produktion vor Ort. Ja. Yeah. Winnie. Dankeschön. Bitteschön. So, danke für die Einladung, Markus. Ich habe die E-Mail bekommen, als ich in Ecuador war, die Anfrage, und dachte ich, das ist perfekt, weil ich einfach im Field bin und sammle einfach die Informationen, die ich gerne auch berichten möchte. Leider habe ich nur 10 Minuten. Ich rede viel. Ich versuche, mich ein bisschen zusammenzufassen. Ja, zu meinen Personen hast du schon gesagt, welche? Ja, das ist der da, ja. Mhm. Moment. Ja, werde ich nicht wiederholen, sondern ich lege einfach los. Und zwar, die Agenda stehen hier. Wir sind nicht in einer Grundschule, ich werde sie nicht vorlesen. So. Und zwar, du hast gesagt, dass ich unterwegs im Auftrag von Fairtrade Deutschland e.V. bin. Das ist korrekt, auch Fairtrade-Initiative Saarland. Fairtrade Deutschland ist eine nationale Fairtrade-Organisation. Das heißt, seine Aufgabe ist, das Thema fairen Handel an die Menschen hier in Deutschland zu bringen. Und zwar nicht nur auf der Straße, sondern gezielt. Fairtrade Deutschland hat Aktionen das ganze Jahr, zum Beispiel Fairtrade Rosen oder halt Fairtrade Breakfast oder Faire Woche. Aber Fairtrade Deutschland hat 3 feste Kampagnen. Und zwar Fairtrade Towns, Fairtrade Schools
und Fairtrade Universities. Wir haben deutschlandweit 420 Universitäten. Das heißt, jetzt sind 39 Fairtrade Universities ausgezeichnet, ein Achtel oder sowas ähnliches. So, die Kampagne Fairtrade Deutschland, was heißt das, wieso? Entschuldigung, die Kampagne Fairtrade Universities, warum diese Kampagne? Das ist klar, um einen Beitrag zur Umsetzung der 17 Ziele der Nachhaltigkeit zu leisten. Ganz wichtig ist das hier an der Uni, dass die Studierenden ihr Engagement, dass man sie fördert und auch Initiative sie unterstützt. Du hast schon erwähnt, diese Uni wurde im Rahmen der Internationalen Fairtrade Towns Conference 2017 ausgezeichnet. Und seitdem oder davor gibt es ein Netzwerk, eine Zusammenarbeit mit der ESG, mit Uni und mit der Fairtrade-Initiative. Und das ist Ziel der Kampagne, also diese drei Kampagnen, dass man sich vernetzt und dass man auch sich unterstützt. Ja, wie kommt man eigentlich, wie gelangt man diese Titel Fairtrade University? Da sind 5 Kriterien, die ich einfach nicht mehr aufzählen werde. Aber heute ganz wichtig ist das Kriterium 3 und das Kriterium 5. Es geht um die Produkte von fairen Handel, wie sie hier an der Uni verwendet werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar die Produkte, wo kommt die her überhaupt und wer ist wichtig für den fairen Handel? Das sind die kleinen Bauern, Vertragsbauern, Plantagen, ArbeiterInnen im globalen Süden. Ihre Situation ist durch diese Merkmale gekennzeichnet. Ganz schlimm sind die geringen Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen. Warum schlechte Arbeitsbedingungen? Weil nicht alle Akteure entlang, also im konventionellen Handel, entlang der Lieferkette an einem Tisch sitzen. Von daher, Fairtrade schafft einfach gerechte Arbeitsbedingungen für die Erzeuger, für die Produzenten und deren Familie und stärkt sie. Aber Fairtrade, das Fairtrade-Modell hat schon immer im Anklang mit den 17 SDGs gearbeitet. Ich habe nur ein paar hier ausgewählt. Ganz wichtig, wenn es um Kriterium 3 und 5 an der Uni bzw. an der Schule, das Ziel 12, nachhaltige Konsum und Produktion. Das Kriterium ist so ausgewählt, dass man die Fairtrade-Produkte hier in Deutschland mehr kauft. Und darum auch zu überlegen, wo kommen die Produkte her, wie werden sie produziert? Gibt es dort Überschüsse, wie wir hier gesehen haben? Wenn ja, was macht man eigentlich mit den Produkten, die Überschüsse in den Ländern des Südens angebaut werden? Aber wie funktioniert überhaupt das System? Ich werde einfach nur ganz kurz, das sieht sehr kompliziert aus, aber das ist ganz einfach. Wie funktioniert das System? Und zwar, man hört Fairtrade, man denkt, Fairtrade ist irgendeine Firma, gehört zu jemandem. Falsch. Fairtrade-System gehört zu 2 verschiedenen Leuten. Und zwar, von mir rechts, wenn ich so gucke, hier grün sind die Produzentennetzwerke. Diese Produzentennetzwerke umfassen 3 Kontinenten, und zwar Lateinamerika, Asien und Afrika. Das sind die Bauern, die in ihre Kooperativen, wenn sie wollen, können sie sich an dieses Produzentennetzwerk einschließen. Und auf der linken Seite von mir hier sind nationale Fairtrade-Organisationen, zum Beispiel Fairtrade Deutschland oder Max Avala in Frankreich. Ihre Aufgabe ist, das Bewusstsein von Fairtrade-Produkten an die Menschen zu machen. Wenn ich einfach hier nochmal in der Mitte schaue,
Das ist, was wir als Fairtrade International nennen. Die Fairtrade International gehört beide. Das heißt, die Hälfte von Fairtrade International gehört Produzentennetzwerk, praktisch die Bauern, die Kleinproduzenten und nationale Fairtrade-Organisation. Und hier hat Fairtrade International mit Standardsetzung. Das bedeutet, dass die Standards, die Preise, alles wird hier entschieden. Die Bauern sind beteiligt und Fairtrade International, nationale Fairtrade-Organisationen sind beteiligt, plus auch externe Leute. Wenn wir hier unten gehen, da sind die Produzenten, die ihre Produkte, Waren zum Teil im regionalen Markt verkaufen. Die anderen zum Teil verkaufen sie an ihre Handel, also Handelspartner bzw. an Exporteur. Die Waren gelangen zu Herstellern, wo sie verarbeitet werden und dann werden sie an die Handel, wo wir die Waren verkaufen. Fairtrade Deutschland hier in Deutschland vergibt das Siegel an die Importeur, Exporteur und Hersteller, berät und unterstützt sie. Berät auch Handel und unterstützt sie. Die Fairtrade, die Produzentennetzwerke unterstützt und berät auch die Produzenten. Alle Leute, die hier sind, die mit den Waren zu tun haben, bis sie das Siegel, Fairtrade-Siegel, bekommt, werden von Flowsat zertifiziert bzw. kontrolliert. Heißt es, hier die Waren, wenn die Waren von hier bis hier gelangen, hier bekommt sie das Siegel Fairtrade. Das heißt, wenn die Waren in die Handel, zum Beispiel an Lidl oder Aldi kommen, dann ist schon zertifiziert. Heißt es, Lidl oder Aldi wird nicht zertifiziert, sondern sie kaufen ihre Waren hier von der Hersteller. So, die Fairtrade-Standards. Die Fairtrade-Standards sind das Regelwerk oder Spiel des fairen Handels. Das heißt, das ist dieses Regelwerk, die Produzenten, Kleinbauern, Unternehmen, die einhalten müssen, entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, es gibt verschiedene Fairtrade-Standards. Es gibt Standards für Hired Labor. Es gibt Standards für Kleinbauern. Es gibt Standards für Handel. Es gibt Standards für. Ich gehe einfach suche diese Pointer. Entschuldigung. Oh. Hä? Das ist die Pointer. Okay. Es gibt Textilstandards, es gibt auch Klimastandards. Die Fairtrade-Standards umfassen die drei Säulen der Nachhaltigkeit und zwar umfassen soziales, ökonomische und ökologische. Und zwar ganz wichtig für heute das Thema ist die Zahlung eines festen Mindestpreises, wenn die Bauern ihre Produkte verkaufen und für den Bauer wichtig ist die Zahlung einer zusätzlichen Fairtrade Premium und Verpflichtung zur Vorfinanzierung der Ernte. Ich gebe ganz kurz das Beispiel mit Fairtrade Premium, weil das Modell des fairen Handels arbeitet sehr gut, beziehungsweise die Wirkung von fairen Handel zeigt sich durch dieses Instrument Fairtrade Premium. Das ist einfach ein Aufschlag oder Mehrpreis, der den Importeur oder Handelspartner zusätzlich zum Mindestpreis zahlen muss. Und das ist nicht verhandelbar und das wird auch kontrolliert, das ist auch festgeschrieben, was die Bauern damit machen müssen. Das heißt nicht, dass man sagt, ihr müsst Straßen bauen damit, sondern sie überlegen, entscheiden, wofür das Geld investiert werden. Zum Beispiel hier, das war eine Reise vor Corona in Kenia, also Bildungsreise. Wir hatten die Kaffeekooperative Society, heißt Mutira, besucht und die haben uns gesagt, sie haben damals
diese Trocknungsgestelle aus Holz benutzt. Aber während der Regensaison war der Kaffee nicht Qualität nach der Trocknung war der Qualität der Kaffee nicht sehr gut. Und dann haben sie entschieden gemeinsam, dass die Metall dafür also kauft. Und seitdem Qualität von Kaffee nach der Trocknung, also Kaffeebohnen, wurde gestiegen. Hier habe ich ein Beispiel einer Brücke. Das ist von einer Kaffeekooperative in Malawi. Die Frauen dort hatten entschieden, sie brauchen eine Brücke, um von A nach B ihre es war kein Kaffee, Entschuldigung, Tee, von A nach B zu bringen. Ja, aber wie erkennt man Fairtrade-Produkte? Das kennt ihr alle. Und zwar, hier sind drei Siegel, ein System. Natürlich gibt es auch mehrere Siegel. Vielleicht können wir das in Fragestunde verschieben. Und zwar, das ist bekannt. Das bedeutet, wenn das Siegel auf einem Produkt angebracht ist, sind alle Zutaten, die fair angebaut sind, die zertifiziert sind, auch 100%, wie Bananen. Da kann man kein Bananen das zwischenschneiden und Kakao drin machen. Sei denn, dass man Schokobananen macht. In der Mitte bedeutet das, alle Produkte, die Fairtrade zertifiziert sind, müssen in diese Produkte sein. Aber um mehr zu wissen, gibt es dieses Pfeil, das heißt Wände, es gibt mehr Informationen dahinter. Das hier bedeutet, das ist 100% nur ein Produkt. Zum Beispiel hier, wenn das in Schokolade ist, das ist nur Fairtrade Kakao, die auf diese Schokolade ist. Kein Zucker, keine Nüsse, die Fairtrade sind. So. Es gibt aber Fairtrade Deutschland macht mehr als die Fairtrade Standards vorschreibt. Und zwar jede 4 oder 5 Jahre gibt es immer eine Fairtrade Strategie, die von Fairtrade International entwickelt wird. Von 2016 bis 2021 war diese Strategie hier in Deutschland Gender Strategy. Das ist abgelaufen. Seit Anfang Januar gibt es eine neue Strategie, und zwar Klimaschutz. Aber Gender Strategie und andere Themenschwerpunkte laufen immer weiterhin, beziehungsweise werden sie auch weiterhin bearbeitet. So, Beispiel, Moment. Das hier, Menschenrechteverletzungen in der globalen Lieferkette, soll vermindert werden. Was macht Fairtrade Deutschland überhaupt, um das hier die Leute, die im globalen Süden, zu unterstützen? Fairtrade Deutschland hat zum Beispiel Projektarbeit in den Ländern der Süden, indem er entweder er selbst das macht oder seine Mitgliederorganisationen selbst durchführt. Zum Beispiel, ich habe von Miserio gehört, die führt verschiedene Projekte in den Ländern des Süden oder Handelspartner wie Aldi oder Lidl. Das Projekt für Jugendarbeit in El Salvador fand ich sehr toll, weil Fairtrade Deutschland legt auch ganz viel Wert auf Jugendarbeit, Nachwuchs, beziehungsweise Zukunftsgeneration. Dieses Projekt wird mit der Mittel von BMZ und Zuschuss von Fairtrade Deutschland durchgeführt. Ziel ist einfach Verbesserung der wirtschaftlichen und soziale ökologische Situation kleinbäuerlicher junge Bevölkerung durchzuführen. Warum? Weil die Kakaobäume werden alt, Kaffeebüsche werden auch alt. Die Leute, die diese Produkte anbauen, werden alt. Aber die jungen Menschen wollen die Arbeit nicht machen. Und deshalb unterstützt Fairtrade Deutschland bzw. auch Fairtrade die Jugendarbeit. So, das ist, was ich gesagt habe, dass einige Projekte werden von Partnern von Fairtrade Deutschland in Ländern des Südens
durchgeführt. Das war ein Pilotprojekt in Ghana. Dieses Pilotprojekt startete, wenn ich mich nicht höre, vor Corona-Zeit. Und das Ergebnis kam 2021 Mai. Und zwar, es ging um Living Wage, also existenzsicherndes Einkommen. Man hat einfach untersucht, wenn ein Bauer von Kakao Mindestpreis bekommt und Fairtrade Premium bekommt, reicht das als existenzsicherndes Einkommen? Nein. Es war eine Lücke. Und diese Lücke wurde von Aldi, Rewe und Lidl und Pennymarkt gefüllt. Das heißt, der Differenz, sie haben das bekommen. Und sie können sagen, ja, jetzt kann ich jetzt selbst, ich als Bauer, Gehalt am Ende des Monats bezahlen. Ich kann ein Haus bauen, ich kann Versicherung abschließen, ich kann auch Rücklage für die Zukunft einlegen. Und das ist, was jetzt Fairtrade versucht, jetzt das Modell von existenzsicherndes Einkommen in alle Bereiche zu etablieren. Aber das gelingt nur mit Handelspartnern. So, jetzt komme ich eigentlich zu dem Ergebnis, was ich eigentlich in Ecuador mitgebracht habe, Wirkung des fairen Handels. Wir waren dort, wenn ich wir sage, dann meine ich Fairtrade-Initiative Saarbrücken. Wir waren dort unterwegs. Es gab auch jemand von hier HTW, die wir mitgenommen haben. Es gab eine Lehrerin und noch weitere andere und jemand von der Stadt. Wir haben zuerst eine Gemeinde in Salinas besucht. Diese Gemeinde, das ist wie, was hier gesagt wurde, was sie gesagt haben, dass die Waren werden in ein Zentrallager geschickt. Das ist eine Gemeinde, die alle zusammenleben, die sind alle gleich. Die Bauern, die haben unterschiedliche Kooperativen. Es gibt Milchbauern, die an einer Genossenschaft eingeschlossen sind. Es gibt Kakaobauern, die an einer Kooperative eingeschlossen sind. Es gibt Frauen, die zum Beispiel diese Pullis nähen. Aber an dieser Kooperative, es gibt keinen Chef, es gibt keine Geschäftsführerin, nichts. Und die verkaufen ihre Waren durch Fairtrade. Das heißt, die leben in einer Gemeinde wohl. Dann führt uns die Reise weiter zu nach Colter. Es war kalt und wir wollten eigentlich zu den Kooperative gehen. Aber die haben gesagt, die Bauer warten auf uns, und zwar Lorenzo. Und wir sollen nicht sehr lang zögern, weil es regnet. Wenn es regnet, dann kann es einfach schlecht werden. So, Lorenzo war da und sein Name kenne ich jetzt nicht mehr. Der hat vor uns einfach geackert. Das war ganz klein, ein kleiner Parzelle, ein Hektar. Der baut genug, aber der sagte, okay, wir können einfach nur als Weg überleben, weil Grundnahrungsmittel wie Maisboden bauen wir selbst. Und wir haben eine Kuh. Eine Kuh ist wichtig für Milch. Das heißt, sie verkaufen die Milch. Für sie, es ist nicht nur den Anbauen von Produkten wichtig, sondern Mutter Erde, Pachamama nennt man so. Deshalb ist dieser Betrieb seit 2000 biozertifiziert. Das bedeutet nicht, dass nur, wo er ackert, als biozertifiziert ist, sondern überall. Was sie alles machen, ist Bio. Kuh oder, ja, ist Bio. Aber was ich ganz wichtig fand, ist, dass sie werden diese Fläche für 3 Jahre ackern, dann wandern sie und gehen woanders, damit die Erde einfach fruchtbar wie möglich bleibt. Genau, aber sie sagen, genug anzubauen, rendiert sich nicht mehr. Weil, wie ich gesagt habe, die jungen Menschen sind ja nicht mehr da. Neue Bauern sind nicht mehr da. Produktionskosten belaufen sich auf
52 Dollar. Sie verkaufen das zu 50 Dollar, aber sie haben Glück. Fairtrade zahlt 10 Dollar mehr. Das ist mehr als der offizielle Marktpreis. Dann sind wir von dort sind wir zu der Kooperative gegangen, wo wir von diesen drei Damen und zwei oder drei weitere Männer empfangen wurden. Die haben uns erzählt, übrigens, sie sitzen an der Leitung. Das heißt, dort wird auch Gender geachtet. Sie haben uns erzählt, dass die haben, also dieses Jahr haben sie wirklich gut geerntet und sie sind bereit, die extra Genua zu exportieren. Sie verkaufen auch vor Ort, aber sie wissen nicht, wer diese Genua für Export, wer der Abnehmer ist. Hauptsächlich werden sie nach Frankreich exportiert, aber es gibt ganz, ganz wenig Abnehmer im Moment. So, ihre Sorge ist, dass die jungen Leute laufen weg und wandern in die Stadt, wo es überhaupt keine bessere Zukunft dort gibt. Aber für sie, Fairtrade Premier ist ein gutes Programm für sie, weil damit haben sie auch Ernährungsprogramm mit Nahrungspakete für Senioren organisiert. Und ganz wichtig ist das für sie, was ich erfahren habe, ist dieser Zusammenhalt in der Gemeinde. Wenn jemand sein Liebste verliert, dann gibt's alle, dann unterstützen jeder sie. Da gibt es keine Versicherung für Sterbeversicherung oder sowas. Sterbeversicherung dort ist diese jetzt Fairtrade Premium. Und ganz wichtig ist die technische Unterstützung. Also es gibt einen Agronom, der sie unterstützt und berät, wie sie qualitative Genua anbauen. Ich habe nur das Bild hier mitgebracht, weil das sieht man nicht so richtig. Das ist so golden, braun, rot. Es war sehr schön. Also das ist Genua Pflanze. Genau. Und dann, ganz wichtig war die Motivation von diesem Fairtrade Prize, ist, dass die Frauen waren einfach stolz, uns zu erzählen, dass sie ihre Familie ernähren können, ohne Sorge, und dass sie auch sich wünschen, wenn es noch mehr Abnehmer gibt, dann können sie auch ein gutes Zuhause bauen. Übrigens, das wird, also Genua wird dort auch vor Ort verarbeitet, verpackt, auch teilweise dort verkauft, sodass der Mehrwert auch im Ort verbleibt. Dann führt uns nächsten Tag die Reise Richtung Riobamba, das ist Republik der Bananen. Bevor wir zu dieser Kooperative Ebro kamen, wir haben eine Autobahn genommen. Und was ich gesehen, links, rechts, nur Banane. Und zwar alles, ich habe die Blätter, Bananenblätter, die waren nicht mehr grün, sondern irgendwie grau, wie diese Rucksack. Sie können sich vorstellen, grau, wo kommt das her? CO2 natürlich, von den Autos. Ich bin meistens unterwegs in den Schulen hier in Deutschland und ich erzähle, dass die Bananen werden gespritzt, es fliegen Flugzeug und ja, in die Luft. Das habe ich selbst gesehen und schnell hat der Fahrer gesagt, bitte Fenster zu für das Auto. Ich habe gefragt, warum? Sehen Sie das? Okay, dann haben wir das erlebt. Also, aber wir sind weiter und weiter gefahren, ganz weit und dann irgendwann von Autobahn weg und noch tiefer. Dann kamen wir zu diesem Kooperative, wobei hier der kleine Bauer, sein Hektarland ist größer als Genua Bauer. Und dort findet die Versifizierung von Orangen und Kakao Bäume. Man sieht hier, der Boden ist sehr fruchtbar. Da sind Unkraut oder sowas oder auch wichtig für die Bauern. Dort auf dieser Autobahn, Bananen, war der Boden so hier. Es war diese grüne Fläche, hatte ich nicht gesehen.
So, ich weiß es nicht, ob Sie Bannerfair, Handelspartner, ob Sie das kennen. Und zwar, das ist ein Kleinbetrieb, die sind Partner für diese Emprocorp. Sie importieren die Bananen und verkaufen an Weltläden, an Initiative, an Schulen, beziehungsweise auch an private Personen. Das heißt, wenn man die Bananen nächste Woche braucht, zum Beispiel ihr an der ATW, gibt es eine Aktion oder für Mensa, bestellt man bis Donnerstag, an einem Donnerstag, und sagt man, ich will die Bananen am Dienstag, dann kommen die Bananen am Montag. Wird die Bananen am Montag geliefert und am Dienstag sind da. Kilopreis beträgt 8 Dollar pro Kiste, aber die Regierung zahlt dort 6,25 Dollar. Der Marktpreis schwankt aber. Manchmal ist eine Kiste 18 Kilo 1 Dollar, manchmal sind 12 Dollar. Aber der Bannerfair zahlt 8 Euro, die einfach auf Dauer gewährleistet sind und sichert die Stabilität. So, Problem ist das. Hier kommt noch zu 8 Dollar ein Kiste Banane, 1 Dollar. Diese 1 Dollar wird so verteilt, die haben sich entschieden, ich habe vergessen, das Bild zu erklären, Entschuldigung. Das ist Johnny, der uns empfangen hat, der an dieser Kooperative arbeitet, zusammen mit, Name habe ich vergessen. Ja. So, und hier waren wir bei, Name habe ich auch vergessen, tut mir leid. Das ist der Besitzer von diesem kleinen Plantage oder kleinen Feld von Bananen und Kakao. Der hat uns erzählt, diese 1 Dollar Premium, die Sie bekommen pro Kiste, wird so verteilt. 55% Produktionsverbesserung inklusive, das ist ganz, ganz wichtig, Agronom, er arbeitet mit denen. 25% Zertifizierungskosten für Bio-Anbau und fairen Handel. Fairen Handel, das heißt, alle 2 bzw. 3 Jahre, je nachdem, kommt auch Inspektoren und schauen, ob die Fairtrade-Standards angehalten werden. 20% sind soziale Beiträge für die persönliche Anlässe. Wie ich gesagt habe, dort gibt es keine Versicherung für so, was wir hier in Deutschland gibt es verschiedene Versicherungen, aber dort nennen sie einfach diese Beiträge für Rentenzuschläge, Geschenke zu Weihnachten und so fort und so weiter. Aber dort, der Gewinn, der echte Gewinn, liegt vielmehr in den ganzheitlichen 4 Säulen. Es gibt 135 Familien in 5 Landesgemeinden, wo diese Bananen wachsen, die Fairtrade-zertifiziert sind und bio-zertifiziert sind. Und ganz wichtig für sie ist, dass das Geld wird für Organisationsfähigkeiten für die Bauern investiert, damit sie gestärkt werden. Einfach die Förderung der kleinen Landwirtschaft auf Ebene der Familie und Erweiterung. Ganz wichtig ist diese Krumme-Bananen oder diese Krumme-Obst, die Bananen, dass die Schulkinder für gesunde Frühstück bekommen, statt einfach, dass sie Kekse, die wahrscheinlich mit viel Zucker hergestellt sind, dass sie bekommen. Und sie bekommen auch Bananenkuchen, die von den Bauern persönlich gebacken werden und zusätzlich ein Bananen und ein Glas Milch, sodass sie gesund auch sich ernähren. Noch, was eigentlich noch im Aufbau ist, Solidaritätsform, dass sie versuchen im Moment zu starten, damit sie selber Kredite von diesem
Fond später bekommen. Und der Wunsch von diesen Produzenten ist, dass wir mehr Bananen kaufen, beziehungsweise entweder Bannerfair verkauft mehr oder es wird ein anderer Abnehmer oder wir sollen vielleicht die Bananen mehr essen. So, ich bin fast fertig. Wie untersucht man eigentlich die Wirkung von fairen Handel? Das ist ein Teil der Arbeit von Uni, die Fairtrade Uni Saarbrücken. Es gibt einen Lehrstuhl als Sebal. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen kennen das Ergebnis. Und zwar, die haben nach dem Ergebnis von einigen Studien, ist das Fairtrade führt zu höhere stabile Einkommen, bessere Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz und Qualitätssteigerung. Aber das ist nicht genug, wie Sie gesehen haben, mit die nur Bauern, die haben nur ein Hektar Parzelle, das reicht nicht aus, auch wenn sie mindestens Fairtrade Premium bekommen, mindestens Fairtrade Preis bekommen oder Fairtrade Premium bekommen. Das reicht nicht aus. Sie brauchen mehr Absatzmenge, beziehungsweise wir brauchen mehr Fairtrade-Produkte zu kaufen. Es gab auch ein Studio 2020 im Rahmen, also während der Corona-Zeit. Und das Ergebnis ist, dass 60% der Menschen, die diese untersucht worden waren, sagte, wir würden mehr nachhaltige Produkte kaufen, wenn sie günstiger wären. Das heißt, wenn wir das tun, dann irgendjemand in dieser Lieferkette, wir gehen zurück an die Bauern, muss er zahlen, wenn wir günstiger kaufen. Und hier 47% wünschen sich eine große Auswahl an nachhaltigen Produkten. So, da bin ich auch am Ende meines kleinen Vortrags. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Winnie, für diesen Einblick, dass das auch wirkt, was wir hier versuchen zu tun, ja, vor Ort. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, das zu spiegeln.